Schön, dass ihr dabei seid und willkommen zu diesem Video. Das läuft am Sonntag, deswegen jetzt zu dem Zeitpunkt. Ich wünsche euch einen schönen Adventssonntag. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag. Sonntag ist für mich immer so der Tag, wenn Zeit ist, nutze ich das für kleine Aufräumarbeiten, Vorbereiten für die neue Woche und ja, Ordnung schaffen, ganz einfach. Und deswegen heute mal dieses Video und die Frage kam in den letzten Tagen immer öfters und zwar hier Thema Schränke. Wo sind sie im Bild? Da hinten zum Beispiel. Die Schränke habe ich mir geholt, weil es einfach ein deutlicher Ordnungsvorteil ist gegenüber solchen Regalen. Das ist ja hier so ein bisschen Galerie-Show. Aber um die ganzen Sachen einzulagern, habe ich vor allem auch hinter der Wand ja mein Lager. Das ist auch noch so ein Winterprojekt. Da werde ich auch noch komplett auf Schränke umrüsten. Und ich werde genau die Schränke hier nutzen, die ich jetzt mir schon geholt habe, weil ihr seht, nicht ohne Grund habe ich, wir drehen uns mal, 1, 2, die vorne haben silberne Türen, weil die mit den schwarzen Türen nicht mehr verfügbar waren. Verdammt. Aber hier, ich finde, das passt trotzdem irgendwie optisch rein. Also zweimal mit Silber-Alu-Türen, zweimal schwarz auf der Seite und einmal schwarzer Schrank hier auf der Seite. Und ich will euch die einfach mal zeigen. Und vielleicht ist das auch was für euch hier, für eure Garage oder eure Halle. Gucken wir uns mal an. So, und ihr seht schon, ich muss noch ein bisschen aufräumen, also alles 100% ist noch nicht. Hier ist mein neuer Detailing-Wagen, den packe ich gemeinsam mit euch im nächsten Video aus und baue den auch mit euch auf. Alles schon soweit vorbereitet. Hier unten, das muss ich noch ein bisschen aufräumen, aber ihr seht, es ist schon deutlich minimiert worden alles. Ja, die Schränke, fangen wir erstmal mit den unschönen Sachen an, der Preis. Auch ich habe mich über die Jahre ja auch immer weiterentwickelt und Erfahrungen gesammelt und am Anfang hatte ich in meiner alten Halle noch normale Regale. Diese Alu-Regale für, was kosten die, 49,50 Euro, kennt ihr ja bei Amazon, mit diesen Holzeinlegeböden. Das war schon mein persönlicher erster Fehler, den ich einfach gemacht habe, weil man natürlich gedacht hat, okay, Regal zum Lagern der Produkte im Hintergrund, das reicht eigentlich aus, 50 Euro kostet nicht viel Geld, wird funktionieren. Problem ist, Luftfeuchtigkeit, starker Temperaturwechsel, was passiert einfach? Irgendwann saugt sich dieses Holz, ich habe jetzt die Holzböden nicht mehr da, die sind alle schon entsorgt, irgendwann saugen sich diese ganz dünnen Holzböden voll mit Feuchtigkeit und dann habt ihr den Schimmel, vor allen Dingen unten drunter, weil dort steht natürlich das Kondenswasser und so weiter. Also mein erster Tipp, unabhängig jetzt von den Schränken, wenn ihr so Regale euch holt, gebt ein bisschen mehr Geld aus und nutzt diese Blechböden. Das funktioniert viel, viel besser. Die sind bei weitem nicht so anfällig und das ist auch wesentlich stabiler, kostet aber auch etwas mehr. Also mein Tipp, spart da kein Geld bei solchen Regalen, keine mit Holzböden. Hier sind wir jetzt schon für mich bei der vierten Stufe angelangt. Da kommt dann noch der Holzschrank dazwischen. Es gibt ja noch ganz normale Holzschränke, auch mit 2 Türen und Einlegeböden, auch alles gut. Aber auch da hast du das Problem, dass Luftfeuchtigkeit einfach sicher drin absetzt. Und wenn ihr einen Raum habt, wo die Temperaturen doch mal ein bisschen mehr schwanken, wie zum Beispiel bei mir in der Halle, sind Holzschränke auch nicht so das Wahre. Denn so ein Schrank hier kostet nicht viel mehr als ein Holzschrank und ich finde die aber wesentlich stabiler, wesentlich optisch schöner und auch innen habt ihr das einfach deutlich hochwertiger verarbeitet und ich muss auch sagen, die lassen sich echt super leicht zusammenbauen. Die Schränke hier sind von FatMax aus China. Kenne ich überhaupt nicht die Marke, sagt mir gar nichts. Ich habe mir einen Schrank erstmal auf Verdacht geholt gehabt und dachte mir, okay, bei 250, 230, 260, so in die Richtung, es kommt je nach Farbvariante kommt es an, fand ich erstmal okay, boah, also wenn du dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Schränke hast, da bist du schon jenseits der 1000 Euro. Man muss halt immer nur schauen, ist es halt eine kurzweilige Sache oder ist das ein Langzeitinvestment? Und für mich ist das ja hier ein Langzeitinvestment und auch von der Optik her, sowas kauft man sich halt bei so einer Ausstattung eigentlich einmal und nicht jeden Monat einen neuen Schrank dazu. Das ist natürlich einmal eine große Ausgabe, aber rechnet sich einfach über die Monate und Jahre, wo man hier das drin einlagern kann. Auf jeden Fall verschließbar, das Ganze auch wirklich schön stabil. Wir können ja mal reinschauen und ihr seht, das ist jetzt hier so mein Lager für Sonax. Hier ist Soft 99, hier haben wir die Turner, da ist ein bisschen ADBL, hier so ganz viele Leerflaschen und hier so ein bisschen gemischtes. Dr. Wagner bei Good Stuff, InnovaCar, auch die Schaumsprüher, alles was hier so ein bisschen schön versteckt werden soll, aber trotzdem schnell erreichbar sein soll. Das Gute ist, ihr habt 1, 2, 3, 4 Böden und natürlich den Boden ganz unten, also 5 Ablagefächer. Ihr könnt das auch in der Höhe variieren und das Ganze ist wirklich super stabil. Also hier stehen jetzt richtig viele Flaschen drin. Auf jedem Schrankboden ist da auch gut Gewicht und das hält das wirklich problemlos aus. Ihr könnt die natürlich auch in der Höhe noch verändern. Ihr habt wirklich ein ganz einfaches Aufbauprinzip. Ich habe die jetzt so oft aufgebaut, ich sage euch jetzt auf den Kopf, wie das funktioniert. Und zwar, ihr schraubt erst das Seitenteil an das hintere Wandteil. Dann verbindet ihr das hintere Wandteil auf der anderen Seite mit dem Seitenteil. Dann verbindet ihr die 2 Ls längst, überhaupt kein Problem. Legt das Ganze auf den Rücken, macht Boden und Deckel rauf. Dann stellt ihr das Ganze wieder hin, macht die Böden rein und am Ende hängt ihr hier die Türen ein und die werden ganz einfach über so einen Mechanismus, seht ihr hier, einfach nur eingehangen. Und damit könnt ihr die Tür auch komplett super schnell demontieren. Hier seht ihr das nochmal aus der Nähe. Also es ist dann einfach hier so ein kleiner Federmechanismus und damit könnt ihr das hier oben bewegen. Das heißt, ihr stellt das einmal hier unten
in den Führungsstift unten einsetzen, dann hier oben dran ziehen, bisschen hin und her bewegen und dann rutscht das selbst, zack, in die Halterung rein und die Tür ist wieder eingehangen. Ihr müsst hier auch nichts, und das ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zu einem Holzschrank, an diesen Gelenken nicht irgendwas verstellen, dass die Tür irgendwie sich neigt oder zum Beispiel zu weit hier drüben steht. Ihr kennt das ja bei Schränken, Holzschränken, die man aufbaut, dass die Türen dann einmal zu weit auseinander sind beim Zumachen oder zu weit zusammen oder total schräg. Das habt ihr ja einfach alles nicht. Das ist alles halt wirklich einfach und schön gemacht. Deswegen stehen jetzt auch 5 Schränke und deswegen werden diese Schränke auch hinten in meinem Lager dann genutzt werden. Da wird alles nochmal komplett rausgeräumt. Das wird nochmal eine richtig schöne große Aktion. Also von FatMax. Diese Werkstattschränke, Aufbewahrungsschränke, finde ich sehr, sehr schön. Und wenn ihr euch die holen wollt, unten habt ihr das Ganze verlinkt, könnt ihr euch die Maße und sowas nochmal in Ruhe durchdenken, ob das bei euch passt. Aber das sind einfach Standardmaße, geht sehr, sehr schön. Schauen wir uns nochmal die zweite Sache an, und das ist das Regal, das wollten auch ein paar wissen. Die Regale hier sind in komplett schwarz gehalten, das sollte natürlich alles passen. Die gibt es auch in weiß, ich glaube, die gibt es auch von Ikea oder was auch immer. Also die waren hier komplett von Amazon, Name ist mir jetzt nicht mehr bekannt. Ich glaube, ich habe an der Seite irgendwie die Namensschilder drauf, und zwar Vico, V-I-C-C-O, jetzt habe ich es wieder. Verlinke ich euch auch. Das sind 2 verschiedene Varianten, einmal 2x4, 2x4, in der Mitte 4x4 und unten liegen 2x4 als sozusagen als Fundament. Das heißt, ich habe die nicht gestellt, sondern einfach gelegt, geht auch. Also 2x4 unten, 2 Stück, 2x4 an den Seiten links und rechts und in der Mitte das 4x4. Passt auch vor der schwarzen Wand dementsprechend sehr, sehr gut. Aber wer hier sagt, okay, ich will das geschlossen haben, sind natürlich Regale nicht das geeignetste, dann holt euch hier diese Schrankthematiken. Aber hier so als Galeriewand finde ich das eigentlich okay. Ihr habt ziemlich viel Platz, die Flaschen passen auch rein, 3 bis 4 Stück, auch von der Höhe her passt das sehr, sehr gut. Haben auch viele in der Wohnung. Also das geht definitiv klar. Dadurch, dass wir auch nochmal hier so eine verklebte Oberfläche haben, sehe ich auch kein Problem mit irgendeinem Schimmel und Luftfeuchtigkeit. Hatte ich auch in der Vergangenheit damit noch nie Probleme. Nur bei diesem saugenden Holz von diesen Regalen, das war schwierig. Ach so, und vergesst nicht, heute ist der letzte Tag der ersten Adventsrunde. Heute am 2. Advent. Also definitiv dran denken, eure Bestellung vom 1. Dezember bis heute Abend noch eintragen, weil morgen am Montag wird dann gegen Abend ausgelost. Das wollte ich auf jeden Fall mit erwähnen, also nicht vergessen. Haut rein, ciao.